Kevin, wir sind online. Das Crazy. heißt, ja, wir eröffnen. Hallo? Hi Kevin. Hi. Hi Zuschauer. Hi Christian. Wir gewöhnen uns ans Setup. Genau, richtig. So. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben fast Projektabschluss in unserem gemeinsamen Projekt. Kevin ist hier vor Ort, wie ihr sehen könnt. Unschwer. Erste Mal, dass wir uns live sehen. Sonst immer nur per Zoom und per Trello. Trello übrigens cooles Tool. Kann man nicht genug betonen. Du und dein Werbeslot. Ja, aber unbezahlt. Trello, wenn ihr das hört, wir müssen sprechen. Ne? Genau, Kevin, du bist hier. Wir sind in einer fertigen Wohnung, fast fertig. Kleine Details fehlen noch. Mülleimer fehlt. Spiegelschrank fehlt. Gardinenstange. Gardinenstange mit den Gardinen. Gardinen sind aber da. Ja, wir sind soweit, dass wir jetzt langsam... Achso, Schließanlage, ne? Nuclear, was genau. Wie das Set da hieß, fehlt uns noch. Aber es sind wirklich nur noch Details, die uns fehlen. Und dann können wir direkt quasi ans Listing gehen, ne? Mhm, genau. Es wird dann jetzt auch heute schon, sage ich mal, so erstellt. Ich meine, man kann ja zwei, drei schicke Fotos schon machen. Ihr habt es entweder bei mir in der Story gesehen oder bei Christian. Er hat ja auch fleißig geteilt. Genau, ich habe hier so ein paar Eindrücke mal wieder mitgebracht. Ich bin jetzt schon seit zwei Tagen, glaube ich. Oder drei Tage bist du hier, ne? Genau, habe selber Probe geschlafen, selber mir so die Nachbarschaft angeguckt, war gestern lange draußen unterwegs, auch hier ums Eck. Genau, deswegen, es ist sehr spannend, es hat sich ja dann doch sehr gezogen. Für diejenigen, die uns seit Dezember verfolgen, die wissen, was ich meine. Genau, aber jetzt haben wir von den Sprint hingelegt, muss man so sagen. Genau, ne? Das also stimmt. Jetzt haben wir nochmal auf den Ziel gerade nochmal Gas gegeben. Erzähl mal, wie ist das Bett? Wie liegt es sich, wie schläft es sich? Also super bequem. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Bedenken gehabt wegen der Straße, weil ja doch schon relativ viel Verkehr hier einfach unterwegs ist. Aber es ist super in Ordnung. Ich schlafe mit offener Tür und es ist wirklich bis morgens dann ruhig. Irgendwann wird es dann natürlich lauter, aber da bin ich dann meistens eh schon auf den Beinen. Deswegen super Sache, wenn man es zumacht, ist es auch absolut in Ordnung. Mit den Vorhängen bestimmt auch nochmal ein anderer Effekt, der dann kommt. Sicher. Das werden wir dann nochmal sehen. Habe ja extra ein bisschen schwerere geholt, dass es dann auch nicht so heiß wird, weil die Fensterfront werdet ihr auch nochmal sehen. Es sind dann doch schon viele Fenster für diese kleine Wohnung. Vor allem für die Größe, genau. Ja. Richtig. Wir haben 2,40 Meter Breite, ne, oder 2,50 Meter Fensterfront, genau. Nur Glas. Auf 4 Meter Wand, richtig. Ungefähr 4,50 Meter Wand. Also es ist schon die Hälfte Glas. Das macht es aber sehr hell hier auch. Man kann viel mit indirektem Licht arbeiten. Also es ist tatsächlich hier so eine Hauptlampe und man hat da hinten noch in der Küche einen Spot, den man verteilen konnte. Aber ansonsten kommt man auch super mit den Nachttischlampen klar. Da hinten steht noch eine andere Lampe. Genau, das werden wir euch dann alles auch nochmal zeigen. Aber alles in allem hat es erstaunlich gut funktioniert remote. Absolut. Also es fehlen Kleinigkeiten. Kleinigkeiten waren kaputt, die müssen reklamiert werden, zumindest versucht werden zu reklamieren. Und ansonsten ist aber die Wohnung wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich freue mich sehr darüber, wie es aussieht, was man aus der Bude rausgeholt hat. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie sie vorher aussah, mit dem Boden, mit den Wänden und auch das Badezimmer sieht jetzt schon anders aus, einfach mit der Dusche, die neu ist, das Porzellan, was erneuert wurde. Armatur ist neu, ne? Genau. Spiegelschrank noch nicht, aber... Die Armatur zeigen wir euch auch nochmal, die hat bei uns ein paar Lacher verursacht. Also, das ist auch ein ganz spezielles Ding, ja, auf jeden Fall. Genau, also es gab immer mal wieder kleine Holperer oder kleine Lacher, die dann nicht so gewirkt haben wie geplant, aber ich glaube, das ist bei jedem Projekt und jeder von euch kennt das auch, vor allem wenn ihr mit Immobilien zu tun habt, egal ob Sanierung oder Möblierung, da gibt es immer mal ein, zwei Holpersteine. Aber jetzt ist es wirklich so weit, dass man sagen kann, okay, wir können in den nächsten Tagen starten. Das Projekt kann online gehen. Reinigungskraft ist so gut wie angeschlossen. Die kommt jetzt heute oder morgen nochmal vorbei und schaut sich das Ganze hier an. Und dann machen wir das hier auch final. Dann kriegt die schon einen Schlüsselvertrag und wird unterschrieben. Und dann genau, muss sie ja hier eh nochmal grundgereinigt werden, bevor dann die ersten Gäste anrücken können. Ja. Genau, richtig, ja. Ansonsten, wie du schon sagtest, es fehlen noch kleine Details, optische Sachen, sowas wie ein Mülleimer fehlt, wir haben nicht die Küche anders geplant oder wir haben eben so ein Trennsystem in der Küche eigentlich vorgesehen gehabt, aber der Platz ist nicht mehr da, wegen der Spülmaschine. Aber das ist ja genau, wie du gerade sagtest, alles bei Baustellen ist immer alles anders, als man plant.
Du kannst noch so viel Puffer einplanen und alles mit doppeltem Boden machen. Es kommt letztendlich immer nur zu 80% hin, ne, maximal. Genau, also das sind halt diese Kleinigkeiten. Ne? Jetzt haben wir gerade noch die letzten Steckdosen da jetzt besorgt. Was haben wir noch? Filzleiter. Und halt, was alles so an Kleinzeugs noch fehlt, ne, was eventuell dann noch dabei war. Wie gesagt, Kelvin hat jetzt schon Probe geschlafen, 2 Nächte. Das heißt also quasi, das Bett ist jetzt schon eingeweiht. Wir würden jetzt eigentlich final alles fertigstellen, Fotos fürs Listing machen. Genau, das wird ja Anfang nächster Woche stattfinden. Genau. Genau, da habt ihr ja einen Fototermin hier. Ja, und also ich mache jetzt schon 1-2 Fotos. Diejenigen, die in der Kurzzeitvermietung unterwegs sind, wissen, dass so ein bisschen Vorlauf auch immer ganz gut ist. Genau, dann gibt es so einen kleinen Push auf Airbnb und den anderen Plattformen. Dann geht die nämlich gesammelt online, gibt dann erstmal weniger Bilder und mit dem Vermerk auf Neueröffnung. Und dann generiert man damit aber schon erste Anfragen, Interessenten, Aufrufe, Speicherungen und Kontaktaufnahmen. Deswegen ist das immer ganz klug, wenn man das vorher macht und nicht am Tag, an dem es dann ready ist für die Vermietung. Es fehlen noch Kleinigkeiten wie WLAN, Fernsehen, genau, das alles zu connecten. Aber das sind jetzt wirklich nur noch Kleinigkeiten, wo man dann weiß, okay, jetzt ist nichts mehr Ernstes, jetzt kommt kein Wasserschaden mehr dazwischen, ja, der irgendwelche Baustellen jetzt hier noch verhindern könnte. Und dann sind wir tatsächlich sehr, sehr bald in Fertigstellung. Mit dem Listing kannst du jetzt schon online gehen und sagen, von mir aus, die Wohnung ist aber erst ab dem 1.6. verfügbar? Mhm, genau. Okay. Also man kann Kalendertage blocken im Kalender und kann es aber auch so machen, dass man sie buchbar macht, aber nur auf Anfrage sozusagen. Also dass die Leute nicht automatisch müssen. Das Autobooking aus. Ne? Genau, okay. Das ist dann auch eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Das auch funktioniert. Das hat ein bisschen was im Algorithmus, wird das negativer betrachtet. Aber wenn du startest, ist es... bist du eh sehr, sehr hoch. Also du wirst weiter oben ausgespuckt, du wirst in den Suchanfragen mehr gezeigt, einfach weil sie dich ja auch dazu animieren wollen, dass du auf der Plattform bleibst. Mhm. Ne? Das machen sie dann intern, dass du positive Erfahrungen im ersten Monat machst. Ganz schlaues Marketing. Und da ist es dann tatsächlich so, dass das dann keine großen Auswirkungen hat und uns einfach Planungssicherheit gibt. Aber neben der Online-Stellung der Inserate und der Anbindung an die Reinigungskraft muss ja auch mein Preismanager eingebaut werden. Der braucht auch jetzt nochmal 2-3 Tage Vorlaufzeit. Ich muss mein Channel-Management-System mit den ganzen Inseraten verbinden, dass keine Doppelbuchungen entstehen. Sehr wichtig, willst du das jetzt teuer, ne? Sehr aufwendig auch. Genau, ja. Und darüber hatten wir ja schon in den verschiedensten Live gesprochen. Also scrollt da einfach nochmal hoch, wenn euch solche Themen interessieren oder kontaktiert mich da direkt oder guckt mal in meinen Podcast, da sind eigentlich all diese Themen auch immer wieder Bestandteil, was so wichtig ist für die Online-Stellung. Und ansonsten ja, geht es dann jetzt einfach voll auf die Zielgerade. Es wird jetzt alles miteinander verbunden, was man so vorher vorbereitet hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie Essen wirklich anläuft. Wir hatten ja für diejenigen, die uns so ein bisschen auch auf Social Media verfolgen, schon gezeigt, dass wir uns 2 weitere Wohnungen angeguckt haben in einem beliebten Stadtteil. Rüttenscheid? Rüttenscheid, genau. Ich kenne mich nicht so gut aus in Essen, aber mir wurde ein bisschen was gezeigt in den letzten Tagen. Und wir waren unterwegs und genau, da ist einfach so eine Einkaufsstraße, es sind kleinere Cafés und Kneipen, es sind, ist eine schöne Location, die Lage ist gut, fußläufig ist man überall, wo man hin muss. Und ansonsten gibt es ja hier in Essen, nicht wie in Leipzig, überall diese Tierroller. Und, man ja, oder Lime oder wie auch immer. Genau, genommen, oder, ja, oder so. Genau, also die E-Scooter und man kommt eh von A nach B innerhalb kürzester Zeit, nachdem man einmal in dieser Wohnung war. Genau, und da wird es dann auch nochmal spannend, weil Klingelanlage anders ist. Da müssen wir uns anderen Herausforderungen stellen. Es ist keine Sprechanlage vorhanden, ne? Das ist anders als hier. Genau, und man hat ja, da einfach auch doch nochmal die gleichen Baustellen wie hier. Boden, Wände, wir müssen tatsächlich ein bisschen entrümpeln. So. Ja. Da sind einfach eine teilmöblierte Objekte sind das gewesen. Die Küchen müssen auch erneuert werden. Und natürlich muss das auch alles mit der Eigentümerin connected und abgesprochen werden. Genau, aber dann haben wir schon wieder neue Baustellen. Es wird also nicht langweilig. Genau. Und wir schauen mal, wie das dann hier alles anläuft. Wir hatten ja geplant,
ein Update zu machen nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach einem Jahr, ungefähr so. Mal gucken. Richtig, vielleicht merken wir auch nach 3 Monaten, dass es gar nichts ist und es gibt in einem Jahr die Wohnung nicht mehr. Das werden wir sehen. Ja. Wir werden sehen. Aber was mich interessieren würde, ist, vielleicht machen wir noch etwas Kürzeres. Kannst du denn auch die Aufrufe sehen? Das heißt, wenn wir jetzt Inserat online stellen und wir sagen, erstmal buchbar ab 1.6., man könnte ja sehen, wie oft das gelistet wurde, wie oft jemand dann Detailansicht davon gemacht hat. Das heißt, wir können daraus schon was ableiten. Wie ist die Nachfrage allgemein? Genau. Das wäre vielleicht so eine spannende Sache dabei. Und vielleicht mal auch nach dem ersten Monat oder sowas. Oder ja, je nachdem, ich meine, wie es angelaufen ist. Corona ist ja momentan eher, geht zurück. Ne? Die Zahlen gehen ja auch weiter zurück. Es ist jetzt ja, in Essen ist jetzt seit kurzem Außengastronomie ist jetzt erlaubt. Ab nächster Woche gibt es wieder die Innenstadt wieder geöffnet und so weiter, weil wir jetzt irgendwie, ich glaube, 7 Tage unter 100 sind mit dem Inzidenzwert. Das heißt, tendenziell, wenn es ja weiter runtergeht, wird ja auch Tourismus wieder hoch, automatisch hochgehen. Ne? Genau, und man kann tatsächlich ja auch hier sehr gut mit Guerilla-Marketing arbeiten, theoretisch. Also wir haben den Blumenladen direkt schräg gegenüber. Mhm. Wenn man da halt spricht, meine Reinigungskraft zur Begrüßung immer schöne Blumen hinstellt und wir das dort beziehen, dass wir dort Anschluss dessen oder im Gegenzug unsere Visitenkarten auslegen dürfen oder so. Da kann man also noch viel spielen. Das wird auch interessant. Bei mir kommt jetzt selbst eine professionelle Webseite dazu, die auch nochmal für mehr Conversion sorgt, wo SEO und SEA optimiert wird. Mhm. Also da kommt aus dieser Richtung auch nochmal mehr und ich glaube, das hat dann auch diesen Effekt, einfach weil über viele Standorte und über viele Städte man dann trotzdem auch über Essen kommt. Also wenn man kennt das ja, ne? Also so Menschen wie ich. Ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich meistens Wohnungen habe, wo ich schlafen kann, wenn ich unterwegs bin in Deutschland. Aber da ist es natürlich so, Geschäftsreisende sind ja nicht nur immer in einer Stadt am Pendeln, sondern eventuell auch mal woanders. Und wenn sie dann halt gleich auf der Seite sehen, okay, es gibt mehrere Standorte, dass das dann einfach auch zu einer höheren Direktbuchungsrate führt. Da bin ich sehr gespannt, wie das hier in Essen anläuft, was hier hauptlastig unterwegs ist, ob das hier wirklich Geschäftsreisende sind. Oder auch ne, hier einfach Familienbesuche stattfinden. Mal gucken. Ja, wobei wir gehen davon aus, dass aktuell durch den Neubau hier von Aldi wahrscheinlich erstmal mehr in dem Bereich gehen wird. Ne? Das heißt also irgendwie Baumitarbeiter, Bauleute, Architekten oder sowas vermuten wir erstmal als erstes, dass es kommt. Und dann alles andere wird ja einspielen. Ne? Aber da wird sich jetzt entsprechend zeigen mit der Zeit. Das auf jeden Fall. Und wegen Direktbuchung vielleicht nochmal der Hinweis. Direktbuchung heißt ja, dass du an die Portal die Gebühr nicht zahlen muss. Deswegen ist es spannend, ne? Genau. Wie viel zahlst du nochmal dafür ungefähr? Ich zahle bei Airbnb exakt 15% und bei Booking.com fängt es bei 12% an. Wenn man aber da drin ist, jetzt ein kleiner Geheimtipp für die Leute, die schon vermieten, nehmt am Preferral-Programm teil. Das ist bei Booking, wenn du ein Gastgeber bist, der eine XY-Bewertung, also ich sag mal 8,5 ist die Mindestvoraussetzung, um daran teilzunehmen. Das bedeutet, die haben wir von bis 10, ne? Genau. Die Skala, nicht die üblichen genau. Bis 5. Okay. Genau. Und da muss man dann halt gucken, dass man halt die ersten 4, 5 Buchungen hat, dass man Bewertungen kriegt. Und wenn man die hat, dann kann man bei dem Programm teilnehmen und dann kannst du selber entscheiden, wie viel Provision du Booking bezahlst. Also du kannst da hoch bis auf 40% gehen. Klar, wenn man zu viel hat. Nee, der Riesenvorteil daran ist, die haben ja sehr, sehr viele Werbeanzeigen, sind sehr, sehr viel auch online unterwegs und pushen das überall. Und wenn du 40% denen geben solltest, also das ist keine Empfehlung, aber wenn du das machen solltest, dann wirst du überall auf der ganzen Welt gefühlt in den Werbeanzeigen präferiert. Du wirst dort überall gezeigt und du bist in Essen, wenn jemand Essen eingibt, als Standort immer oben. Immer der Erste, ne? Genau. Das ist so ähnlich wie bei Google, diese Auktion von den Werbeplätzen wahrscheinlich oder so, ne? Genau. Okay. Da kann man, also da kann man dann, je nachdem, wie viel Provision man zusätzlich abgibt, also ich beispielsweise mache es so, ich gebe den extra nochmal 3%, weil ich in meinem Channel-Management-System den Aufschlag von den 15% durch Airbnb habe. Und dieser Preis, dann, da weiß ich einfach, okay, auf beiden Plattformen kostet die Wohnung exakt gleich viel. Ich schlage ja die Prozente hinten auf die Gäste drauf. Das macht ja jeder irgendwo. Ne? Also das der muss ja irgendwo herkommen, das Geld. Ne? Genau, und da ist dann halt wirklich der Vorteil, dass schon 3% reichen, um 85% aller Marktteilnehmender
auszuboten, einfach weil sie es nicht wissen. Ne? Dieses Programm wird jetzt nicht massiv beworben. Das ist für erfahrene Gastgeber, für gute Gastgeber vorgesehen. Also alle, die nicht 8,5 haben, fallen eh raus aus dieser Möglichkeit. Und das sondiert euch nochmal von diesem Markt. Und da ist dann auch die Stärke, wo ich gucke, okay, wie hoch muss ich gehen, wenn ich den Filter Ferienwohnung eingebe? Und wie hoch muss ich gehen, wenn ich den Filter Hotel eingebe? Mhm. Damit ich einfach weiß, okay, wie ist der Markt hier aufgestellt? Ich gehe mal davon aus, hier sind einige erfahrene Ferienwohnungsvermieter und die machen dieses Programm auch. Und da muss man dann halt schauen, wenn man dann hoch auf 20% geht, muss man halt gucken, was der Gast irgendwann noch trägt. Aber das ist ein Tipp, womit man richtig viel arbeiten kann, richtig effizient arbeiten kann. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Pensionen, Hotels das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Das ist dann, da wird es dann richtig spannend, weil ja, na klar, wenn je mehr Suchimpressionen man hat, je weiter vorne man rankt, jeder kennt das von Google, kein Mensch, der nicht wirklich ein Sparfuchs ist oder Amazon oder so, ne, geht nach dem Suchbegriff, nach der Suchbegriffeingabe weiter als zwei Seiten. Also sag dir mal, wenn du was verstecken willst, pack es bei Google auf Seite 4. Genau. Findet niemand. Genau. Und das ist es auch, aber auch bei Amazon und so bei Online-Shop-Portalen oder wenn du jetzt eine Wohnung suchst, die meisten stellen ihre Filter ein, wissen dann, okay, Haustiere erlaubt, ich brauche das, weil ich meinen Hund mitnehme und ich brauche das und ich brauche das. Und dann haben die eine Handvoll von Unterkünften und ja, finden meistens auf Seite 1 oder 2, wonach sie suchen, was für sie im preislichen Rahmen ist. Und die wenigsten klicken sich bis zum Ende durch, um wirklich das günstigste oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Und meist ist es ja auch so von den Plattformen, die Wohnungen, die am besten beschrieben sind, die Wohnungen, die am besten ausgefüllt sind, was am besten trifft auf die Suchanfragen, das wird halt ausgespuckt und dann ist klar, dass das eher weiter vorne liegt, weil wir sind ja jetzt hier in Essen zum Beispiel nicht in einem Markt, wo es 20.000 Apartments gibt, sondern es gibt, ich nehme mal an, so 2.500, 3.000 ungefähr, wenn man die Hotels vielleicht mitzählt, ein bisschen mehr an Betten, aber so an einzelnen Inseraten werden es so 2.500 bis 3.000 Objekte sein. Und genau, da muss man halt schauen, dass man in den ersten 100 landet und das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, also der Tipp nochmal mit diesem, wie nennt das, Preferred? Preferral. Okay, Preferral-Programm. Blödes Wort, genau. Aber tut, was man kann und ansonsten, ja, jeder Geschäftsreisende kennt Genius-Programm, wo man dann, wenn man Genius-Partner ist, 10% extra bekommt. Dann gibt es immer diesen Mobile genau, Handyrate. Ja. Handyrate, da ist halt nur dieses Riesenproblem. Booking macht nicht, okay, dass das jetzt wird, sondern es wird alles aufeinander aufgeschlagen. Also ja. Du kriegst beim Genius 10%, bei der Handyrate kriegst du 10%, im Preferral-Programm gibst du 15%, aber also gibst du am Ende 35% ab und das muss man einkalkulieren. Mhm. Also da die Vorsicht macht nicht zu viel, Handyrate ist mit Sicherheit sinnvoll, aber geht da auf wenig Prozente, dass es einfach angezeigt wird, neuer Preis für Mobilnutzer oder nur für Mobilnutzer dieser Preis, da reichen 1-2% schon aus, damit die Leute das Gefühl haben, sie sparen dadurch, dass sie jetzt am Handy buchen und gebt nicht zu viele Prozente überall ab, sondern konzentriert euch auf ein Programm. Ich bin zum Beispiel auch nicht in jedem Standort bei Genius dabei, einfach weil es klar ist, es ist interessant für die Firmen, aber wenn sie mich im Preferral-Programm vorher sehen, kann ich genauso gebucht werden. Also macht nicht zu viel, sucht euch was aus, probiert was aus und ihr könnt es ja immer ändern. Und da kannst du am besten try and error, das heißt immer probieren, auswerten und dann hast du irgendwann ja ein Gefühl dafür, was in deinem Markt oder in der Lage vielleicht oder in diesem Gebiet gerade funktioniert. Und man muss halt auch mal gucken, auch eventuell ändert sich das mit der Zeit auch. Ne? Das ist halt immer nicht in Stein gemeißelt, das heißt vielleicht alle 3, 4, 5 Monate mal checken, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder ist jetzt vielleicht ein anderes Programm aktuell gefragter. Vielleicht ist es auch abhängig davon Saison. Ne? Genau. Vielleicht hast du in Ferien, ist vielleicht ein anderes Programm vielleicht spannender als für die Geschäftsreisenden. Vielleicht ist da mehr Tourismus gefragt. Vielleicht zu Messezeiten auch wieder was anderes. Ne? Genau, das ist es. Also man muss sich so ein bisschen mit dem Markt auseinandersetzen. Man muss schauen, aber auch da nochmal der Hinweis an meinen Preismanager. Wenn ihr da Kontakt aufnehmen wollt, checkt mal Revenue aus. Ich packe euch das unter das Video auch nochmal drunter. Ja, packen wir gerne drunter. Ja. Weil da ist es auch so, er macht eine Potenzialanalyse und er weiß genau, welche Events wo wann stattfinden. Und bei Saisongeschäften, also es gibt einfach Städte, da sind die Peaks hoch. Also da geht es mal hoch, mal runter, also je nach Konzert oder ne, Messeveranstaltung, irgendeine Kunstausstellung, die für viel Interesse sorgt. Das ist das zum Beispiel eine Stadt,
wie Dresden. Dresden ist extrem gut in diesen Peaks. Also die haben über das ganze Jahr verteilt Peaks. Das macht die Preisstrategie massiv schwieriger, weil auch jetzt werden Konzerte genehmigt, die werden dann wieder abgesagt und man muss einfach immer wieder arbeiten. Ja gut, aber das ist jetzt Corona, ne? Das ist, wir Genau. hoffen ja, dass irgendwann Corona ja Genau, erledigt aber ist. auch unabhängig von Corona, ne, wenn beispielsweise auch Leipziger Buchmesse, es wird auf der Leipziger Buchmesse das Event fürs nächste Jahr bekannt gegeben. Also auf der Buchmesse weiß man, okay, nächstes Jahr an diesem Wochenende ist die Buchmesse wieder. Und da muss der Preis einfach so dynamisch sein, dass du innerhalb dieser Stunde, wo du genau weißt, okay, du hast ja jetzt schon von Anfang an, weißt du, okay, das findet immer im März statt, also es wird ein Märzwochenende sein. Da also der Tipp, wenn ihr es selber machen wollt und nicht von der Firma machen lasst, setzt den kompletten Monat komplett so hoch, dass die Leute sagen, das ist gestört, das kaufe ich nicht. Also meinetwegen 700 € die Nacht. Und dann habt ihr das genaue Datum, könnt alle Preise wieder normalisieren und dieses Datum halt High Price anbieten. So entgeht man dem Verlustgeschäft, dass man diese Projekte nicht mitnimmt. Du als Fußballfan wirst wissen, wenn sich ein Champions League-Spiel entscheidet, wo dann das Heimspiel ist oder wo gespielt wird. Ne, wenn Bayern München zu Hause spielt und das sich im Spiel entscheidet, ist innerhalb von Sekunden sind die Hotels gebucht, sind die Sachen, weil die Leute, die Fußballfans sind, die gucken sich das Spiel an, die wissen, okay, Spielentscheidung, 90. Minute, Abpfiff und dann wird gebucht. Und die haben die Seiten meistens schon offen. Das ist wirklich total verrückt. Und wenn du da halt nicht schnell genug handelst und nicht darauf vorbereitet bist, dann trifft dich da halt dieses Verlustgeschäft. Also du verkaufst dann einfach viel zu günstig. Das birgt mehrere Probleme. Erstens hast du dann Gäste, die vielleicht unangenehm sind. Also gerade wenn so eine Fußballgruppe mit 4, 5 Freunden nach München kommt, willst du natürlich, dass sie sich auch so entsprechend verhalten, wie der Preis ist. Und wenn der Preis für die 4 Leute pro Kopf bei 20 € liegt oder bei 30 €, dann werden sie entsprechend sich auch benehmen. Aber wie immer, der Preis ist halt ein Filter, ne? Genau. Das ist, Und ja. deswegen da halt mein Tipp, also mir ist das zu stressig. Ich habe zu viele Standorte, um das selber im Blick haben zu wollen. Deswegen gehe ich zu Martin. Martin macht das gut. Guckt, dass ihr, wenn ihr nicht mit Martin arbeiten wollt, euch ein Tool sucht, das das für euch übernimmt. Da ist aber auch die Gefahr, das Tool reagiert erst auf die Nachfrage und die Nachfrage entsteht meistens erst, wenn genug gebucht wurde. Und dann kann es sein, dass eure Unterkunft einfach schon verkauft ist. Genau, so viel dazu. Preisstrategie wird spannend. Man hat in Essen nicht so viele Peaks, aber natürlich durch die Messe immer mal wieder Veranstaltungen, die sehr interessant sein können. Durch Uni und Semesterferien immer mal wieder Dinge, die dann für mehr Wohnungen auf dem Markt sorgen, weil sie untervermieten oder sonst irgendwas. Studenten sind ja Füchse. Ich war ja selber Student und bin auch ein Fuchs gewesen und habe das so gemacht. Deswegen, also das sind so Marktanalysen, die finden dann statt. Aber ich finde zum Beispiel persönlich Essen einen sehr interessanten Standort, einfach weil man überall mit dem Auto schnell ist und man hat hier einfach auch Bau, Bau, Bau. Also ich habe es jetzt gesehen, was alleine an den Autobahnauffahrten und so abgeht gerade und viele Baustellen. Also hier ist auch einiges im Gange, eine Stadt in der Entwicklung, würde ich auch sagen. Also gerade, ne, wenn man sieht, wie viele Sachen hier sich auch gewandelt haben im Ruhrgebiet. Absolut, absolut. Was Aber passiert? das weiß er von Leipzig ja auch, ne? Also nach dem Mauerfall war ja, sah es ja auch anders aus, oder? Als heute. Das stimmt. Aber es ist allgemein das ganze Ruhrgebiet, kannst du darauf versehen. Also im Prinzip, ich glaube, es wird auch darauf hinausgehen, du wirst später nicht mehr die Stadt, weiß nicht, Essen, Bochum, Mülheim haben, sondern es wird alles eine Metropole sein, die quasi irgendwo so verschmolzen ist. Und dann gibt es halt den Bereich, wo früher mal Essen war, ist halt ein Teil davon oder sowas, ne? Du hast hier die Stadtautobahn, die A40, die ja quasi dir alles untereinander verbindet. Du hast hier auch ein sehr gutes Autobahnnetz, muss man auch dazu sagen. Und daher, wie gesagt, also ich denke, das kann man auf das ganze Ruhrgebiet eigentlich durchaus beziehen. Klar, es gibt so Städte wie Gelsenkirchen, wie Duisburg, die haben halt schon mal einfache Lagen oder sehr einfache Lagen teilweise. Es gibt aber sowas wie in Düsseldorf zum Beispiel oder so, ne? Aber wie halt überall, es gibt halt immer auf und ab, ne? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Und von daher, glaube ich, ist es allgemein aufs Ruhrgebiet, glaube ich, soweit übertragbar, ne? Ja, ist spannend. Man weiß halt nicht, was passiert. Ich finde es immer beeindruckend, auf der Karte zu sehen, ach, da ist Wuppertal schon. Und ach, da, okay. Es ist wirklich sehr, sehr eng aufeinander hier alles. Jeder sitzt sich irgendwie im Nacken und man kann gar nicht sagen, in welche Stadt man jetzt genau fährt. Oder, also für mich klingt es halt immer so, wenn ich sage, ja, ich muss nach Dresden, dann weiß ich, okay, ich fahre
mindestens 1,5 Stunden. Und hier, wenn ich sage, ich fahre nach Wuppertal, das ist 20 Minuten Weg irgendwie mit dem Auto. Und Dortmund auch ein Katzensprung, alles irgendwie sehr, sehr ums Eck. Das finde ich hier sehr spannend, einfach weil halt Firmen natürlich auch strategisch denken. Und wenn sie 3, 4, 5 Baustellen haben, dann sind sie natürlich am liebsten an einem zentralen Standort, von wo aus alle losgeschickt werden können. Und da ist Essen, glaube ich, auch ein strategisch ganz interessanter Punkt. Gerade jetzt auch, wenn man hier die Großbaustellen sich anguckt, Absolut. was hier passiert. Ja, 10 DAX-Unternehmen sitzen hier in Ja. Essen, haben ihren Hauptsitz hier. Ne? Also von daher auf jeden Fall wirtschaftlich ein spannender Standort. Wie gesagt, wir sind ziemlich in der Mitte vom Ruhrgebiet, deswegen du hast im Prinzip in etwa von 40 Minuten das ganze Ruhrgebiet, jede Stadt erreicht. Ne? Also ohne Stau. Ich habe jetzt erlebt, dass es trotz Corona auch Stau gibt, Ja. überraschenderweise. Aber du bist in der Regel 30 Minuten, maximal 40 Minuten hast du jede Stadt im Ruhrgebiet erreicht. Das heißt, man ist sehr zentral, es gibt, wir haben sehr gutes Autobahnnetz. Das heißt also, im Prinzip hast du alles ja, ziemlich zentral, immer zeitnah erreicht, ja, Ja. durchaus. Flughafen ist hier, gibt es mehrere direkt im Umkreis. Duisburg hat den größten Binnenhafen Europas, glaube ich. Also von daher, ja. Genau. Genau. Und das heißt für uns, wir wollen weiter ausbauen. Wir haben ja die nächsten 2 Wohnungen schon angeguckt. Genau, auf jeden Fall. Genau. Also wenn das jetzt hier gut anläuft, wenn wir die Suchimpressionen mal analysieren können und sehen können, wie auch die Nachfrage ist, dann ist gerade mit so großen Balkonen dieses Objekt vielleicht auch ganz interessant, hier einfach 2, 3 Wohnungen zu haben, um einfach auch bulken zu können für die Firmen, das spannend zu machen. Hier gibt es Parkplätze vor der Tür. Das ist natürlich auch immer was, das wusste ich zum Beispiel vorher so nicht, aber das ist super spannend. Einfach. Gerade wenn du Platz für einen Kastenwagen hast oder sowas, wenn wirklich andere Leute oder mehrere größere Gruppen auch unterwegs sind. Ja, und ansonsten Zielrichtung ist hier klar gehobenere Baustellen, Angestellte. Also wie du Genau, es schon also angesprochen hast, Bauleiter, Bauingenieure, Architekten, externe Partner, ne, die dann irgendwie vielleicht die Baustellenbegutachtung machen, Zwischenstand abchecken, die von woanders kommen, ob das jetzt. Weiß ich nicht, Gerüstbau wird es nicht sein, aber da wird es genug Gewerke geben, die hier immer mal einen Zwischenstand abchecken und vielleicht dann gerade aus einer anderen Stadt kommen oder eben auch aus einem ganz anderen Gebiet und nicht aus dem Ruhrgebiet. Und dann ist es natürlich auch immer sehr bequem, wenn man gefühlt fußläufig zur Baustelle wohnt. absolut genau richtig. Und wie gesagt, da sind wir beim Preis. Dadurch, dass wir den Preis halt auf ein gewisses Niveau anheben, haben wir halt die einfachen Montageleute automatisch hier ausgeschlossen. Ne? Genau. Weil die gehen ja auch über den Preis. Das heißt also, damit kannst du ja, wie gerade schon gesagt, mit dem Preis kannst du halt sehr viel steuern. Ne? Das ist auf jeden Fall Ja, und eine auch mit natürliche Auslese. Interior, ne, also auch mit dem Interieur könnt ihr ganz, ganz viel arbeiten, weil ein Doppelbett ist für Montage, also für die einfachen Monteure uninteressant in Die der wollen Regel, ja mehrere Einzelbetten, ne? weil, ja, Möglichst genau. effektiv zu belegen, ne? Ja, also das effektiv belegen muss gar nicht. Also ich glaube, hier kriegt man, wie man will, nicht mehr als 2 Leute rein in diese Wohnung. Aber unabhängig davon, jetzt flackert hier das Licht. Ja. Unabhängig davon, wenn man 8, 10, 11, 12 Stunden auf einer Baustelle zusammenarbeitet, will man dann vielleicht auch einfach einzeln schlafen. Ne? Also unabhängig davon, wie viele Betten in einem Raum stehen, möchte man vielleicht nicht noch mit seinem Arbeitskollegen kuscheln nach dem Duschen. Und da ist dann so ein Doppelbett, auch wenn es ein bequemes Boxspringbett ist, oftmals wirklich nur eine absolute Notlösung und sie suchen sich andere Dinge, um einfach auch ein Ja. bisschen Privatsphäre noch zu haben, irgendwie, wenn es nur der Schlaf ist in der Zeit. Ja, Ja. absolut. Absolut, genau. Wir machen gleich Rundgang noch ein bisschen. Einmal kurz zeigen, ein paar Fotos. Genau. Als nächstes sollen wir mal 14 Tage mal Live-Call machen Ja, mit sehr der gerne. Auswertung. Sehr, sehr gerne. Dass wir mal Also in gucken. 14 Tagen sind wir auf jeden Fall online. Genau deswegen, dass wir wenigstens eine Woche online waren, dass wir sehen können. Wie ist da so, ne? Was kommt da an Rückmeldungen vielleicht? Vielleicht haben wir schon ein paar Kommentare. Vielleicht haben wir ein paar Anfragen schon. Auf jeden Fall können wir aber die Views und die Dings, die Statistik mal auswerten. Wie oft wurden wir aufgerufen? Wie oft wurde die Anzeige besucht? Ne? Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch sehr spannend. Gerade auch im Hinblick, wie interessant ist für Leute wirklich auch das Marketing dahinter. Also wie wichtig ist faires und nachhaltiges Wohnen auch für Firmen. Also ich merke das an anderen Standorten. Das ist einfach für viele mittlerweile auch so ein Aushängeschild, das nochmal zu betonen. Auch wir bieten nachhaltigen Wohnraum.
für unsere Mitarbeiter auf Reisen. Auch ein spannendes Thema. Vielleicht ist in 10 Tagen auch ein Wasserschaden und du hast hier jemand anderen drinne, als wir es eigentlich geplant hatten, weil Klar. du als Hausverwaltung umdisponieren kannst. Das ist ja auch so ein Punkt gewesen, der von Anfang an für euch auch super interessant war, Absolut richtig, dass genau. ihr eure eigenen Kunden oder indirekten Kunden, eure Mieter unterbringen könnt, ohne dass ihr da auf externe Mittel zugreifen müsst. Absolut, wir haben im Bestand alle 2 Jahre einen Brand. Und das heißt ja, so ein Brand wird ja immer sehr viel Wasser immer ins Objekt halt durchs Löschen halt eingeführt. In der Regel sind die Objekte für 2 Jahre dann nicht bewohnbar. Ne? Also das Schnellste haben wir schon mal geschafft. Das war nur ein Dachstuhlbrand, ein Jahr. Ne? Aber es dauert halt Ewigkeiten, bis das ganze Wasser rauskommt und so weiter. Und das heißt ja, wir müssen sofort Ersatzwohnraum schaffen. Gut, meistens ist es so bei Wohngebäudeversicherung, du hast halt meistens Hotelübernachtung dabei. Genau. Ne? Je nachdem, aber meistens 180 Tage auch nur. Ne? Damit kommst du in der Regel nicht aus. Aber wie gesagt, allein der einfach Wasserschaden. Ne? Wenn du Ja. jetzt ein Objekt hast, was wirklich nicht bewohnbar ist, von jetzt auf gleich, können wir sagen, okay, Objekt ist gerade nicht gebucht, wir blockieren es, es ist als nicht buchbar im System drin und wir können es selber belegen. Ne? Genau. Es ist möbliert, es ist ja alles da. Es ist, du Ja, brauchst ja nichts. Ne? Es ist ja komplettes wie ein Hotelzimmer. und was ich halt auch festgestellt habe, es ist eben kein Hotelzimmer. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Es ist, du hast Privatsphäre, du kannst dich selber um deine Wäsche kümmern, da kommt nicht jeden Tag jemand rein. Also jeder, der in einem Hotel war, genießt diesen Luxus so ein bisschen, aber auch nur auf Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass 180 Tage jeden Tag jemand in meine Wohnung reinkommt, ich kann nicht so leben, wie ich gerne sein würde, ich habe keine Küche drinne, ich kann nicht selber kochen, so, das geht ja auch alles ins Geld auf eine andere Art und Weise. Und Hotelübernachtungen sind ja meistens auch standardisiert auf, sagen wir jetzt mal, 60 Euro die Nacht oder 9 Euro. 69 von Motel One bleibt einem immer so im Kopf hängen. Ab 69 Euro steht ja überall. Und dann weiß man, okay, das ist unattraktiv. Und wenn man dann aber genau in solchen Fällen, wo es vielleicht auch länger dauert, mit der Versicherung spricht, dann sagt, okay, das sind 180 Tagessätze, 80 Euro eingeplant oder so. Wir halbieren das und verdoppeln die Zeit und ermöglichen dem Gast dann oder dem Kunden Planungssicherheit. Dass er dann nicht irgendwann nicht mehr bezahlt wird. Und wir haben hier trotzdem bei 40 Euro die Nacht einen Tagessatz, der sehr, sehr interessant ist im Vergleich zum Vor Mietpreis. allem auch wenn du es auf die Dauer nimmst. Genau. Das So, 20 und Tage das safe ist hast, das ist. so, und das ist Ja. ja das einfachste Modell. Keine Arbeit sozusagen, keine Reinigung, keine Extrakosten, die weggehen, sondern Rohertrag. Und das sind dann so Situationen. Das ist natürlich auch ein super Netzwerk. Und du sagst zwar alle 2 Jahre, aber Ist halt so. ihr seid ein Unternehmen, was exponentiell wächst, planbar exponentiell wächst. Und auch da ist es dann natürlich so, dass mit mehr Objekten auch mehr Gefahren und Risiken in diese Richtung kommen. Ihr habt ja ein sehr diversifiziertes auch Bestands. Ja, jetzt habe ich ein falsches Wort angefangen. Ja, aber ich glaube, du wirst schon verstanden. Genau, also ihr habt ja einen diversifizierten Bestand. Also das bedeutet, ihr habt Objekte mit 34 Wohneinheiten oder da sind Objekte, die zu verwalten sind innerhalb dessen. Ihr habt kleinere Objekte, ihr habt verschiedene Mieter, verschiedenes Klientel. Deswegen dahingehend für mich auch sehr, sehr spannend, weil die Zusammenarbeit mit einer Hausverwaltung so eng an eng und so, wir richten das zusammen remote ein und machen Lives oder so, hatte ich selber ja auch noch nie. Ich auch nicht. Ja, und deswegen eine sehr, sehr spannende Reise und ich denke, dass man da sehr, sehr viele Win-Win-Win-Situationen generieren kann, die uns alle irgendwie bereichern. Deswegen bin sehr gespannt. Lass uns das für in 2 Wochen mal festhalten. Ich bin absolut überzeugt, dass wir da schon die erste Buchung haben, sobald es online ist. Also wie gesagt, ich mache die Inserate jetzt in den nächsten Tagen fertig. Wir machen jetzt Bilder. Dann ist auf jeden Fall sind die wichtigsten Daten mal festgehalten. Also Booking, Airbnb ist online, Wunderflats für mittelfristige Vermietung und damit haben wir schon einen größeren Markt abgedeckt. Und dann gucken wir im Laufe der Zeit, was an Inseraten Sinn macht, wo wir hingehen können, was so ein bisschen auch die Reise ist und natürlich auch direkt der Direktkontakt für Direktbuchungen Richtung Aldi, Marketingaktionen Richtung Blumenladen, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Läden, die Hier ist man der hier Rewe doch vorne zum Beispiel, da haben wir uns auch ein bisschen mit schwarzes Brett oder sowas, ne? Vielleicht ein paar genau. Flyer können wir auf mal drucken.
Genau das, was auch geht, ist zum Beispiel über die Reinigungskraft Marketing zu machen, ne? Dass sie das auf ihre Webseite packen und man da gegenseitig voneinander profitiert, weil sie ihre Expertise für die Reinigung von Ferienwohnungen nach außen tragen und ich das bewerben kann und sie gleichzeitig uns als Referenz benutzen können und auch zeigen können, dass sie schon Objekte aktiv betreuen. Also ihr seht, ihr müsst nur kreativ werden und dann gibt es an jedem Standort eigentlich genug Marketingaktionen, die man auch fahren kann, die sehr, sehr preisgünstig dann eben Direktbuchungen erzeugen. Und die Erfahrung der Direktbuchungen sagt, es sind beständigere Kunden, es sind bessere Kunden und man hat weniger Aufwand im Nachgang. Klar, beim ersten Schritt ist die Automatisierung nicht gegeben, die Zahlungsabwicklung, die Rechnungslegung und alles muss einmal stattfinden, aber danach hat man in der Regel dauerhafte Stammgäste, die immer mal wiederkommen. Gerade wenn man über Baustellen spricht mit den Bauleitern, greifen sie gerne darauf zurück. An anderen Standorten habe ich das Ganze auch mit Theatern und anderen Einrichtungen, wo dann Regisseure kommen und dann klar ist, okay, wenn wir eine Wohnung brauchen, melden wir uns dort, weil das die Resonanz sehr positiv war. Und wie gesagt, selbst wenn man da dann mit dem Preis entgegenkommt und sagen wir jetzt mal, ich stelle diese Wohnung hier für 60 Euro die Nacht ein, plus Reinigung. Und man sagt, okay, wenn ihr dauerhaft hier seid, wenn ihr 2, 3 Wochen bleibt, ihr kriegt das Ganze für 50 oder 45 Euro, ist das für die Leute schon eine massive Ersparnis. Und wir machen immer noch maximal Marge. Deswegen, genau, seid gespannt, wie das hier läuft. Wir nehmen euch natürlich so gut mit, wie wir das auch in der Vergangenheit probiert haben. Wenn euch was besonders interessiert, schreibt uns. Sehr, sehr gerne. Seid aktiv, kommentiert. Das führt dazu, dass wir alle davon am meisten profitieren. Wir brauchen euch. Ja, und vor allem, wenn ihr Fragen habt, müsst ihr die stellen. Genau, Dann kriegt ihr Antworten, ne? Das ist ganz einfach. Das ist. genau. Und wenn ihr da, keine Ahnung, Bock habt, das Ganze für euch selber umzusetzen, dann kontaktiert mich gerne direkt. Wenn ihr Bock habt, Immobilien aufzubauen, dann seid ihr, glaube ich, beim Christian an der besten Stelle, mit eigenem Bestand und als Hausverwaltung sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können über die letzten Jahre, nehme ich mal an, Ein setze ich wenig, voraus. ein wenig, ein wenig. Also da wird euch geholfen, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber wer ganz klar ist, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihm was unklar ist, einfach da rein. Wir lesen die Kommentare. Wir machen es zwar nicht ganz regelmäßig, also du kriegst vielleicht nicht am selben Tag eine Antwort, aber du kriegst eine Antwort auf jeden Fall. Und wenn du eine spezifische Frage hast, stell die. Wir beantworten jede Frage. Es gibt keinen Kommentar, den wir nicht beantworten. Wenn es eine spannende Frage ist oder wenn es mehrere Fragen in dieselbe Richtung kommen, dann würden wir es thematisieren auch vielleicht im nächsten Video, dass man vielleicht auch mal da so ein bisschen Deep Dive reingeht. Weil es ist halt so, wir erzählen halt aus unserer Sicht, aber oft ist halt so, dass es gleich Fragen gibt, die wir vielleicht nicht im Moment sehen oder Themen, die wir halt nicht so tief behandeln, ne? Weil wir einfach das sagen, das ist ja für uns ja klar, ne? Gerne auf jeden Fall liken, teilen, kommentieren. Vielleicht gibt es ja noch Leute, die das auch noch interessiert, wo du im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis jemand hast, wo du denkst, das ist vielleicht ein spannendes Thema, so Kurzzeitmiete. Vielleicht kann man da das Ganze dann wird, publik machen, also einfach da teilen. Verlinkt einfach hier jemanden, der das interessieren kann oder interessieren könnte. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Kelvins Kontaktdaten kennt ihr ja. Wenn nicht, wir posten mal auch hier und nochmal unten drunter. Unsere Kontaktdaten habt ihr sowieso, weil ihr bei uns am Kanal seid. Ja. Genau. Auch an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, das ist, glaube ich, das erste und letzte Projekt, was wir so krass ausschlachten. Also Absolut. nutzt das wirklich. Wir Ja. werden euch jetzt nicht mit jeder Wohnung, die wir umsetzen, behelligen. Nutzt die Chancen, hier die richtigen Fragen zu stellen, auch zu Themen, die vielleicht vordergründig jetzt nicht interessant genug wirken. Stellt einfach alles, anstatt selbst zu recherchieren und zu googeln. Immerhin sind wir dafür Experten und wir haben halt wirklich diese Expertenbrille auf. Wir sehen einfach gewisse Perspektiven nicht mehr so, wie ihr die seht. Und aus diesem Grund traut euch, seid mutig, schreibt und wenn ihr nicht kommentieren wollt, dann schreibt privat. Also ne, Gibt es auch noch natürlich Direct Message oder wie auch genau, immer, ist auch eine Möglichkeit, ihr ja. könnt über den Erhört-Kanal schreiben, ihr könnt über die Facebook-Seite von oder auch über Instagram von Gottschling Immobilien schreiben. Dann habt ihr auch nochmal so die direkte Möglichkeit, in den privaten Austausch zu gehen. Und wenn es dann wirklich spannend ist, dann nehmen wir das sofort auch in die neue Folge mit auf, ins neue Live. Genau. Ich glaube, also dein Kaffee ist alle, meiner noch nicht ganz, aber kalt auf jeden Fall. Ja, okay. Ich denke mir mal noch durch. Also ganz wichtig, ihr kriegt kostenloses Consulting, wenn ihr danach fragt. Genau. Nutzt es oder nicht, es liegt an dir. Ne? Und denkt dran, den Umsetzern gehört die Welt. Ne? Es gibt nur die Leute kommen vorwärts, die auch das tun.
und das machen, was sie wollen. Von daher, ich würde sagen, Themen sind wir durch. Ihr wisst, was zu tun habt. Der Content ist nur so gut, wie ihr selber für die Fragen stellt. Ne? Also wir sind der Meinung, wir machen guten Content, macht uns zu besseren Content-Creatern. Ja, genau. Und wir greifen an. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen. Hoffentlich. Genau, absolut nicht. Und wie Kevin schon sagte, die nächsten Projekte werden wir nicht so nah begleiten. Das heißt also, dieses Projekt haben wir gesagt, wir machen das komplett, alles von Anfang bis Ende. Insbesondere aber auch vor allem auch die ganzen ZDF-Folgen jetzt ja kommen werden, also Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Das heißt also, das ist ja letztendlich das Spannende dabei. Was ist meine Rendite? Welche Mehreinnahmen habe ich dadurch generiert? Also wo geht's hin? Ich meine, wir machen das jetzt ja auch nicht ehrenamtlich, wir machen es nicht aus Langeweile, weil wir nicht wissen, was wir mit unserer Zeit machen. Wir wissen nicht, was wir sonst montags abends um 10 oder um 8 Uhr machen wollen. Das ist ja nicht der Hauptgrund dabei. Das heißt also, die nächsten Folgen wird auf jeden Fall ganz klar, wo man sieht, welchen Ertrag, welche Renditen habe ich dadurch mehr generieren können. Und ja, von daher, das ist jetzt das einzige Projekt, was wir wirklich so weit und so detailliert und so tief reingehen. Vor dem nächsten Mal bestimmt ein paar Sachen posten, vielleicht ein paar Stories oder vielleicht auch ein paar Beiträge. Klar, aber wir müssen ja auch Content erstellen irgendwie. Aber mit Sicherheit nicht in der Tiefe, nee. In der, ich weiß ja nicht, wir haben, glaube ich, schon über 10 Stunden Material dazu oder was gemacht. Ne? Von allen Live-Folgen, von allen Live-Calls, von allen Besichtigungen. Von daher, wie gesagt, ich kann nur mal sagen, wenn ihr Fragen habt, stellt diese. Die werden alle beantwortet. Wenn ihr die nicht stellt, werden die halt nicht beantwortet. Ne? In diesem Sinne, kommt bald wieder eine Live-Folge, wo wir dann die ersten Erfolge hoffentlich dann präsentieren. Und dann kommt dann nochmal, sollte online sind, mit den ganzen Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Also von daher, bleibt weiter dabei. Folgt uns auf den Kanal, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, dass ihr immer immer mitkriegt, wenn es neue Folgen gibt, wenn es neue News dazu gibt. Ansonsten, ich verlinke die Kontakte an von Kelvin nochmal. Wenn also Fragen spezifisch und tief in den Bereich Airbnb, Kurzzeitmiete, Ferienwohnung geht, der Experte sitzt da. Wenn ihr Fragen an mich habt, meine Kontaktdaten habt ihr ja, wir sind ja bei uns am Kanal, schreibt mich an. Und ja, ansonsten wünschen wir euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und weiter gute Geschäfte. Das auf jeden Fall. Bis bald, macht's gut. Ich habe gar nicht mehr zu sagen. Okay. Ja. Okay. Ciao. Ich bin jetzt immer raus.